Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Okay, gut. Vorher eine kleine Anmerkung. Also ich habe ja von euch wieder konstruktive Kritik bekommen, besonders von Hallo Kim. Und im Endeffekt muss ich sagen, ja, du hast recht. Weil ehrlich gesagt war das ja so geplant, dass man hier ebenerdig reinfährt. Also ja, ist das eigentlich hier kompletter Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Und aus dem Grund werden wir das jetzt auch wieder abreißen. Ich meine, gut, das hätte ich ja schon mal machen können, aber mir wurde auch gesagt, manche Leute wollen das sehen. Und wie gesagt, muss ich Kim auch zustimmen. Die es nicht sehen wollen, es gibt noch genug Kanäle, die das anders machen wie ich. So. Nein, ich bin voll. Das ist kacke. So, aber wie gesagt, dazu muss ich sagen, ist richtig, absolut, komplett. Und wir machen das jetzt so und deswegen. Ich habe danach, nach der letzten Folge, muss ich dazu sagen, ich habe auch ein bisschen gegrübelt, warum ich das dann auf einmal so gemacht habe. Aber ja, gut. Wir machen das jetzt quasi wieder rückgängig. Na, komm schon. Achso, ich sollte auch die entsprechende Taste drücken, nicht irgendeine. Oh, ist das nervig. Ich glaube, ich mache Build and Repair an hier. Ist ja furchtbar. Kann ich wenigstens upgraden ohne. Blödsinn. Nee. Du solltest... Nee, der muss ja... Nee, stimmt, der muss ja auch noch weg. So, jetzt nehmen wir die Seite erstmal. Wisst ihr was? Ich mache mal schnell Build and Repair wieder an. Weil dann können wir wenigstens vernünftig upgraden. Aber obwohl, ist vielleicht auch mal was anderes, oder? Bis ja zwar mal die Komponenten da reinfatzt. Naja, da gibt es eben halt mal ein bisschen hin und her gerade. Muss sowieso ein bisschen gucken, wie ich das die nächsten Tage mache, dass ich noch mal ein bisschen vorproduziere, weil nächste Woche komme ich nicht dazu. Kiddies haben ja Ferien. Und da werde ich nicht so oft zum Aufnehmen kommen. So. Das ist jetzt gerade mal übrigens aktuell, weil heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Also kommt die Folge quasi aktuell morgen raus. Nein, was mache ich denn? Wieso schmeiße ich denn den Block hier weg? Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist doch jetzt schon wieder dämlich. So, schmeißen wir den jetzt nochmal neu. Der kann ja ruhig erstmal wegbleiben. Ja, das könnte eine Weile dauern. Jo, aber wir haben auf jeden Fall dann genug Stuff, um hier ein bisschen rumzubilden. Das passt alles schon. Ich habe jetzt offscreen auf der anderen Seite den Bohrer mal noch genauso weit hintergefahren wie der Bohrer, der auf der Seite steht. Da gab es ja auch einige Beschwerden mit von wegen, ja, Folge 100 und dann immer noch der scheiß Bohrer. Wenn ihr, wie gesagt, das gehört nur auch dazu. Also von daher ist das jetzt einfach mal so. Aber ich habe gedacht, gut, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Weil das mit dem Bohrer hatten wir jetzt oft genug. Und genau deswegen habe ich das dann so gemacht. So. Habe ich denn jetzt noch... Ja, Stahlplatten müsste ich eigentlich noch haben. So, ich würde das Tor jetzt auch gerne trotzdem hier drauf setzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt erstmal fast... Oh, hier hinten muss ich Licht anmachen jetzt. Oh, Moment mal. Hatschi. So, nein, ich war nicht krank. Also, hoffentlich. Nee, eigentlich nicht. Fühle mich eigentlich ganz gut. Bis auf die ganze gebrabbelte, gequirlte, elendige... Weil es gibt ja nur noch ein Thema aktuell. Das ist die ganze Zeit eh nur dasselbe. Das nervt halt ein bisschen. So. Okay, also machen wir uns jetzt dran. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo ich das gesetzt habe. Ich glaube, das war aber hier. Ich setze es jetzt einfach mal dahin. Und dann müsste ich normalerweise mit dem Teil... Das ist jetzt die rechte Seite. Hau das jetzt hin. Ich setze die jetzt einfach mal. Ja, das sieht gut aus. Da
Nehmen wir jetzt die linke Seite. So, okay, jetzt haben wir es wieder ebenerdig gesetzt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig rum. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. So. Sollte mir vielleicht doch noch irgendwas einfallen lassen. Um hier mal irgendwas anderes zu... Beziehungsweise um maschinentechnisch. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch Build and Repair nehmen, aber da machen wir ja gar nichts mehr. Ich würde jetzt auch wirklich gerne mal selber wieder was machen. Boah, das war natürlich jetzt bedämsen. So, das wäre schon mal eine Seite. Okay, das sieht vom Frame her, doch, das sieht gut aus. Ja, das müsste passen. Okay, dann machen wir jetzt die andere Seite. Und zum Schluss machen wir dann das Tor. Damit wir hier dann mal anfangen könnten, ein bisschen einzupacken. Ich würde das dann nämlich auch gerne auf der anderen Seite machen. Ich muss dann bloß gucken, wie viele Blöcke ich rein bin. Dass es ungefähr gleich aussieht. Und ich habe für die andere Seite quasi noch eine andere Idee gehabt. Also es wird mal, im Prinzip soll das mal ein kompletter Hangar werden. Was dann zum Beispiel jetzt die beiden Seiten angeht. Aber das wird auch dann nochmal unterteilt. Also das bleibt jetzt dann nicht so hangartechnisch groß. So, bin bloß mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das mal wieder eine schöne Baufolge. Also, hoffe ich mal, dass es nicht zu langweilig wird. Aber wie gesagt, es gehört nun mal auch dazu. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass euch das jetzt nicht besonders stört. Menschenskinder. Das ist halt blöd, wenn man so ein kleines Inventar hat. Bam. Boah. Okay, das waren jetzt alle. So, na dann gucken wir mal. Huch. So, ich bin jetzt ziemlich weit hier drüben an der Wand. Aber das spielt ja, glaube ich, keine Rolle. Oder wollte ich eigentlich weiter hier rein? Ich meine, von der Sache her ist das ja eigentlich wurscht, oder? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie das von weiter weg aussieht. Na gut, okay. Ja. Oh, wir haben gerade Strom. Wisst ihr was, wir gucken uns das jetzt mal auf der anderen Seite an, indem dass ich aber noch einen weiter rangehe. Brauche ich mal ein paar Stahlplatten. So, davon haben wir ja eigentlich genug. So, und jetzt müsste ich theoretisch bis zum Tor. Ich gehe jetzt mal von, ja, von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 muss ich rein. Und dann kommt da das Tor hin. 2, 3, 4, 5. Und das Tor wäre hier jetzt. 2 weg. Also könnte ich quasi... Obala. Hä? Wieso sterbe ich? Oh, ich habe meinen Helm offen. Ups. Hoppala. Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte man das quasi gleich so machen. So, dann wäre jetzt das Tor quasi hier. Also, den einen weiter dahinter. Und dann müsste ich das jetzt quasi schon so lassen und hier unten was hinpacken, wo ich es draufsetzen kann. Bedarmsen. Ach so, da müsste ich ja erstmal... Ha. Stimmt.
Da müsste ich erstmal den Bohrer anschließen, weil ich kann sonst unten. Wo habe ich denn das hier? Licht ist ja hoffentlich noch an. Ja. Stimmt, der Mittelpunkt von dem Tor. Ist er jetzt daneben oder geht er genau auf die... Okay, denn der ist daneben. Ach stimmt, das Ding hat ja wieder keine richtige Mitte. Ah. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Mal gucken. Also ich müsste das Tor jetzt eigentlich, wenn ich jetzt richtig geguckt habe... So, müsste ich das jetzt hier schon draufsetzen. So, dann hätten wir das hier. Hätten wir das von der Seite auch nochmal machen. Sonst komme ich da jetzt nicht ran. Machen wir das aber so. So. Okay. Also, wäre das Tor jetzt da? 6. Wir hätten jetzt quasi... gut, okay. Ich müsste es jetzt so setzen. Ja, okay. Dann den Frame dran. Achso, warte mal. Ich müsste hier eigentlich von der Seite gucken, oder? Im Prinzip ist das ja, glaube ich, auch egal mit den Frames. Also, gehe ich jetzt mal von aus, dass es egal ist. Ich weiß es nicht genau. Warum kann ich den jetzt hier nicht setzen? Hallo? Das ist doch jetzt links. Ach, warte mal, ich sollte vielleicht auch auf die... Hä? Nimm mal den weg. Packen wir hier mal noch einen hin. Ah, guck mal, jetzt geht's. Aber ich muss doch hier ran. Hier komme ich hier nicht ran. Und das ist eine Scheiße. Ach, jetzt. So, hä? Ja, genau. So, dann die andere Seite. So. Okay. Das wäre jetzt quasi... Die Seite, wo es immer eher innen sitzt. Wow, wow, das war ein bisschen zu schnell. Ich brauche vorher noch was gucken. Toll. Immer wenn du was probieren willst, kommt das Wetter in die Quere. Das ist echt blöd. Aber doch, ich würde sagen, ein mehr nach innen, also ein mehr zur Mitte macht mehr Sinn, oder? Obwohl außen sieht eigentlich quasi... Das ist wieder so eine optische Frage. Also gut, ich quäle mich jetzt schon wieder mit der Optik rum. Ich glaube, das ist eher die andere Geschichte, die mich jetzt gerade ein bisschen stört. Aber die sind jetzt alle Bälle, ja, die sind auf der gleichen Entfernung, die Tore. Das passt schon. Das ist jetzt die Frage. So ein bisschen. Aber ich glaube, um das mal zu vervollständigen, werden wir das hier jetzt mal so machen. Dass wir hier mal auffüllen. Nein, das war blöd. Das war genauso doof. Weil ich würde das gerne schon in der Folge jetzt mit den Toren mal abschließen. Damit wir da erstmal safe sind, was das angeht. Damit wir dann vielleicht endlich mal auch irgendwann, also muss ganz ehrlich sagen, langsam drückt es halt schon ein bisschen, irgendwann wieder was zu schaffen. So, für den Rest kann ich halt dann Build and Repair anmachen. Warum ist eigentlich mein HUD komplett weg? Ach, das war klar. Das war so klar. Gib mir Stahlplatten. Gib mir. So. Weil wozu haben wir denn einen Schweißer, wenn wir ihn nicht benutzen?
Echt jetzt? Alter. Das ist ja mal der Hammer. So. Komm, bis wir voll sind jetzt. So, jetzt müsste das aber eigentlich mal hinhauen hier. Ja, war ja klar. Wenn's nicht die Materialien sind, dann ist es der Energy, die rumspinnt. So was. Kann noch nicht sein. So. Aber ich glaube doch, das so nach innen sieht noch besser aus, weil dann ist es nicht so an die Seite gedrückt, finde ich. Ich meine, gut, das ist jetzt sowieso erstmal hin wie her, weil wie gesagt, es fehlt eh die komplette normale Mitte. Aber ich würde echt sagen, wenn die Tore so sitzen, sieht das fast besser aus. Also was heißt das, dass da drüben nochmal upgraden und nochmal eins rübersetzen? Es ist schon wieder ein Hin und Her hier, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal so. Ich werde die Komponenten von hier jetzt gleich, obala, drüben benutzen, um das Tor da drüben aufzubauen. Na. Und ich will echt mal versuchen, weniger das Jetpack zu benutzen. Ja, schön. Sehr cool. Ich würde jetzt auch liebend gern den Bohrer laufen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt so nebenbei natürlich. Aber meine Cargos sind gerade noch ziemlich voll von der letzten, ich sag mal, Streckenanpassung, dass die zwei Bohrer jetzt wirklich gleich nebeneinander stehen. Und ob der Server das packt, wenn die alle Bälle laufen gleichzeitig, weiß ich nicht. Also meine Cargos packen es nicht. Dann würde ich mir die Bohrer zerschießen. Also meine Cargos packen es definitiv nicht, vom Fassungsvermögen her. Und ich würde auch dann demnächst mal in Angriff nehmen, wenn jetzt hier soweit die Schleuse steht. Dass man dann vielleicht auch. Was ist das jetzt? Wieso? Wieso? Achso, mir fehlen Stahlplatten. Aber ich habe da jetzt extra die Seite auseinandergeschraubt hier. Ey, what? Say what? Das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Gehen wir nochmal hier rüber. So. Zack, jetzt steht schon mal eine Seite. Hab ich jetzt von dem Tor schon was abgeschraubt? Nee, gut, das waren bloß die Blöcke. Okay. Dann machen wir jetzt die Seite weg. Oh, ist das nervig. Diese kleinen Inventare. Aber gut, in Wirklichkeit könnte man nicht mehr so viel schleppen. Dafür spielen wir ja Spiele. Um das so ein bisschen auszuleben. Bäm. Alter, diese Large Steel Tubes, die sind echt verdammt schwer. Say what? Achso, ich habe gar nicht mehr. Okay, oder? Ne, ich bin echt komplett leer. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Wenn dem so ist. Nur fast voll. So. Und ja, Kim, du hast recht. Ebenerdig sieht wirklich besser aus. Weil macht doch ehrlich gesagt mehr Sinn für ein Hangar-Gate. Weil wie hast du in deinem Kommentar geschrieben, das ist ja kein Design-Element, es soll funktional sein. Und hast ja völlig recht, was das angeht. Ein Hangar-Tor soll einfach nur funktional sein. Es muss einen Zweck erfüllen, es muss aufgehen und man muss reinfahren können und dann ist es schon wieder vorbei. Mehr soll das Ding eigentlich nicht machen. Was man höchstens versuchen könnte, ist, dass man es ordentlich einpackt. Dass es in der Hinsicht dann vielleicht etwas gütlicher aussieht. Das wird jetzt ein Hin- und Hergerinne. Bloß gut, dass die beiden Seiten nicht so weit auseinander sind. Weil immer wegen solchen Futzelchen. Jawohl. Da merkt man wieder, wie viel schweres Gelumpe in so einem scheiß Tor drin steckt.
Aber gut, es ist ja auch ziemlich groß, also davon mal abgesehen. Es ist ja ziemlich groß. So, das wird jetzt der Rest. Und weg ist es. Okay. Gut. Dann machen wir das jetzt auf der Seite fertig. Und dann bauen wir das drüben gleich nochmal auf. So, was habe ich denn jetzt noch übrig? Stahlplatten? Okay, das müsste zum Platzieren eigentlich reichen. So, die Nummer 6. Und dann werde ich jetzt das Tor. Ist jetzt die Frage, wie muss ich das jetzt setzen? Setze ich das jetzt so? Ne, so hatte ich es gerade. Ja, so hatte ich es gerade. Okay. Also nicht so. Geh mal weg. Finde es immer krass, wie der Bohrer da drüben aufploppt. Ich das jetzt so setzen. Jetzt sind wir genau wie drüben. Rechte Seite. So. Und linke Seite. Hier klappt das komischerweise besser. Ah, es kann nur sein, weil die Blöcke fertig sind. Dass es dann irgendwie besser anhaften kann. So. Den machen wir jetzt noch fertig. Zackidi-gackidi. Okay, dann holen wir uns jetzt mal den Stuff, den wir brauchen. Um hier zu schwitzen. Und dann könnte man vielleicht eventuell, wenn ich mich jetzt beeile, dann das Thema Tor schon abschließen. Oder Hangar-Tor abschließen. Ich würde es auch gerne noch verpacken. Mal gucken, wie wir das jetzt zeitlich hinkriegen. Weil, wie gesagt, ich muss ein bisschen. Ich kann die Folgen jetzt nicht mehr ganz so lang machen, erstmal. Weil ich muss ein bisschen vorproduzieren. Und den Rest der Woche hatte ich jetzt noch keine Zeit. Ich komme heute erst schon mal zum Aufnehmen. Und wie gesagt, heute ist Donnerstag. Da hat mir im Prinzip die Folge für morgen schon gefehlt. Also die ich ja gerade jetzt mache. Und da muss ich mindestens noch. Ich glaube, mindestens 3 muss ich dann noch machen. Und da habe ich ja gleich noch ein bisschen Stuff, wenn ich die nicht so lange machen kann. Dann zieht sich das eben mal über ein paar mehr Folgen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und ihr seht wenigstens auch den Entstehungsprozess, wie das jetzt funktioniert. Und ich soll gar nicht, also wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe, soll ich gar nicht mehr so oft vorspulen. Berichtigt mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, weil irgendwie, also laut Kim seiner Aussage muss ich sagen, ja, es ist mal angebracht. Quasi, wenn man solche Stellen hat wie mit dem Bohrer jetzt. Aber ich glaube, so oft wollt ihr das gar nicht, dass man vorspult oder zeitraffermäßig laufen lässt. Das ist schon mal gut zu wissen, muss ich sagen. Und bevor jetzt die nächsten Fragen kommen, nein, ich mache das jetzt mit Absicht per Hand, weil ich möchte nicht immer nur Build and Repair laufen lassen. Ist auch mal so für die Folge ganz angenehm, man kann ein bisschen mehr quatschen. Weil so arg muss ich mich jetzt gerade nicht konzentrieren, das passt eigentlich schon. So, Tor fertig. Sehr schön. Gut, dann gucken wir uns das jetzt nochmal von ein bisschen weiter an. Okay, ja, doch. Gut, ich würde echt sagen, das passt ein bisschen mehr. Doch, das passt ein bisschen mehr. Gerade wenn die so nach innen versetzt sind, finde ich das schon. Weil dann sind auch. Sonst hätte ich jetzt gedacht, dass sich das mit den Pfeilern hier an der Seite beißt. Wenn die Tore dann quasi hinter dem Pfeiler so quasi verschwinden. Und hier kann man das immer noch schön einpacken. Das passt eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, wir packen jetzt mal ein paar Blöcke. Erstmal die normalen Blöcke. Und dann ein bisschen designtechnisch. Ich rums mich jetzt erstmal mit Stahlplatten voll. Dass wir das Thema dann, wie gesagt, auch mal abschließen können. So, hoppala, da bin ich wieder zurückgeploppt. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ich werde jetzt erstmal eine Reihe rumziehen. Ha, und wie geplant gesetzt. Ja? Bloß gut, dass ich das jetzt nicht wieder wegnehmen musste. Ja, ist ja keine Kunst. So. Das würde ich sagen, schließen wir erstmal komplett so ein. Und irgendwie will ich hier auch noch ein paar Lichter anbringen. Weil, meine,
Man will ja auch mal was sehen irgendwann. Hier wird es jetzt ein bisschen kniffliger. Hier komme ich mal von unten. Das wäre dann zum Beispiel so eine Sache, man designt jetzt, lässt Build and Repair ein bisschen was machen. Oder man schweißt ja schon mal vorher. Wie gesagt, das sind ja dann nur die Blöcke, wo man vielleicht nicht mehr rankommt dann, dass die quasi von Build and Repair gemacht werden können. So, ich würde sagen, wir schließen das gleich ab hier, oder? Dass wir jetzt hier gleich komplett dicht machen. So. Bam. Ich könnte das jetzt auch so machen, dass ich jetzt, weil das Tor ja hier hochfährt, dass ich jetzt quasi wie so eine Schluppe mache, aber dann müsste ja der Server wieder so viel berechnen, obwohl das könnte ich eigentlich sogar machen. Stimmt, das könnte ich eigentlich sogar machen, weil ein bisschen detailgetreu könnte man ja schon arbeiten. Achso, Quatsch, warum nehme ich den jetzt eigentlich weg? Ich doof, den kann ich da lassen. So, das Tor kommt ja jetzt hier hoch und da könnte man das jetzt quasi so machen, dass man auf der und der Seite so jetzt zum Beispiel abschließt. So, bis dahin kann ich ja noch gehen. Und hier müsste ich quasi offen lassen, dass das Tor quasi da reinfahren kann. Bäm. Und dann hätten wir jetzt quasi... Hier. Hätten wir jetzt quasi hier schon die erste Kante, die ich aber quasi schon designen möchte. Aber ich mache das jetzt erstmal so als Platzhalter. Damit wir das jetzt abschließen können. So, dann muss ich hier jetzt nochmal dahin, dahin und dann hier nochmal einen hin. Na gut, auf der Seite wird es ein bisschen anders, ja, das stimmt. Da wird es ein bisschen anders. Aber eigentlich ist das gar kein Platzhalter. Sehe ich gerade mal, weil das kann ja eigentlich gleich so bleiben. Weil ich muss ja eh nicht höher. Kann dann ja designen. Ich kann ja sogar den Rahmen noch mal mit einpacken von dem Tor. Also technisch, praktisch, theoretisch könnte man das ja alles wegpacken. So, da wäre es hier jetzt halt doppelt, aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann könnten wir hier oben nämlich auch gleich zumachen. Meine Luftdichte ist dann immer noch was anderes. Ist dann jetzt halt bloß die Frage, wenn das Tor jetzt aufgeht, wird das bestimmt nicht luftdicht sein, aber das soll es ja im Endeffekt doch gar nicht, weil eigentlich ist es ja abgeschlossen. Aber die Voxel hier sind ja nicht luftdicht. Aber da kann man ja immer noch mal eine Reihe irgendwie setzen. So, halt, jetzt muss ich erstmal hier setzen. Okay, ich glaube, das könnte ich auch hinterher machen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt so gemacht hätte. Oh, komm ich da. Warte mal, ist da jetzt noch ein Block? Nee, da ist doch kein. Nee, ist keiner mehr. Den hätte ich jetzt glatt vergessen. Den hätte ich jetzt glatt vergessen. Vergessen. So. Dann den da rein. So. Genau, und dann müsste jetzt, genau, hier noch einer hin. Da und da. So, dann hätten wir jetzt die Seite schon mal zu. Dann gehen wir hier noch bis an... So nicht. So, machen wir das jetzt auch schon mal so. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und machen das hier drüben jetzt quasi genauso. Ich weiß, unten habe ich es jetzt nicht so gemacht. Ist jetzt... erstmal rein Latte, weil unten sieht man es eh nicht mehr. Aber dass man wenigstens so ein bisschen detailgetreu arbeitet. Und wenn es nur ein bisschen ist. So, das wäre jetzt dann auch wieder hier. Wo ich quasi den Abschluss hätte, wo ich hier jetzt die Kante für das Tor ziehen müsste. Ich könnte das jetzt eigentlich auch mal aufmachen, damit man sieht, was ich meine. Und zwar da. Und wo sind sie jetzt? Airtight. Ich muss noch A suchen. Da sind sie. Zack. Und zack. Öffnen. So. Dann lade ich mich mal schnell auf. Und wieder ein Block vorm Gesicht. Ich werde es nie lernen.
Könnte ich auch gleich mal auf der anderen Seite gucken gehen, ob das so passt. So, siehst du, und genau das da oben. Das, was jetzt da oben reingefahren ist, das meine ich. Aber da sehe ich jetzt gerade zum Beispiel, ich könnte da oben doch noch eine Reihe komplett reinsetzen. Mal guck mal, der fährt ja gar nicht bis ganz hoch. Ah, das ist ja cool. Okay, also kriege ich das doch luftdicht. Geil. Das ist zwar wieder das Problem mit diesen doppelwandigen Blödsinn, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Fände ich jetzt. Nein, das war jetzt scheiße. Oder? Ne, doch, da sitzt er schon im Block. Okay, gut. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht einschließe. So. Ah, sehr nice. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Okay, also kann ich doch sogar ganz oben lang gehen. Das ist cool. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es noch ein Stück weiter aufgeht, aber okay, wenn nicht, dann nicht. Ich sag mal so, wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, der hat schon. Einmal da lang. So. Und das meine ich jetzt, bevor ich die Blöcke jetzt wieder abschraube und dann hier versuche, die zu schweißen mit Hand, könnte man dafür ja Build and Repair anmachen. Weil dafür soll es ja, also es soll ja quasi eine Erleichterung sein. Es soll jetzt nicht irgendwie Arbeit abnehmen. Es soll ja quasi nur eine Erleichterung sein. Gut, okay, Arbeit nimmt es schon ab. Davon abgesehen, das kann man jetzt nicht abstreiten. Ich bin froh, dass es die Mods gibt, ganz ehrlich. Nehme ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund. Bin ich echt zufrieden und glücklich, dass es die Mods gibt. Och, nee. Jetzt habe ich die Ecke hier vergessen. Hier könnte ich jetzt auch normalerweise die Slopes benutzen, aber nö. Nö, 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 nö. Möchte ich gerade nicht. Ich mache das mal von hier. So und so. Aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt, müsste ich ja hier auch noch was freilassen, weil hier die Seite arbeitet ja, glaube ich, auch mit. Oder war das die Seite? Ne, das war die Seite doch noch gar nicht. Ich glaube, hier dürfte ich keinen setzen eigentlich. Weil da ja quasi die ganze Feinmechanik langläuft. Von dem Tor. So. Und dann hier hinten noch. Bam, bam. Und hier machen wir es oder so. Hier komme ich wieder von unten. Ich komme von unten. So. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Oder versaut ist. So, zacki. Ich glaube, ich halte mich schon wieder viel zu sehr mit Detailarbeiten auf hier. Anstatt das Ding einfach einzupacken. So. Ups, das war wieder scheiße. Das war wieder scheiße. So, jetzt hätten wir das. Sieht das ungefähr gleich aus jetzt? Oder habe ich auf der Seite was anderes gemacht? Ach, warte mal. Ich habe die Seite nicht gesetzt, ja. Die Linie hier unten habe ich nicht gesetzt. Doch, die kann bleiben. Oder bin ich jetzt doof? Hä? Ach so. Ja, okay. Stimmt. Das ist natürlich dumm hier drüben. Weil hier oben lasse ich frei und hier setze ich erstmal Blöcke. Das ist natürlich auch geil. Muss jetzt bloß mal gucken, nicht, dass ich hier eine Hälfte von dem Tor abgeschraubt habe. Habe ich das Tor jetzt getroffen? Ne, das ist die linke Seite. Ne, habe ich nicht getroffen. Gut. Weil jetzt ist es dann ja so, weil hier. Weißt du, hier oben lasse ich die Lücke und hier unten setze ich den Scheiß. Das ist auch geil. Also müsste ich das jetzt nämlich quasi auch so setzen. Dass wir hier lang laufen. Und dann passt das nämlich wieder. So. Ach ja, genau. Genau. Aua. Das tat weh. Dann machen wir das hier jetzt genauso. Also wenn ordentlich, dann gleich ordentlich. Herr Dante. So. So.
Ja, ich weiß, es sieht jetzt im Endeffekt ein bisschen komisch aus, aber das wird es dann nicht mehr, weil wir machen ja hier auch noch zu bis zur Hangarwand. Und da dürfte sich das dann eigentlich wieder entnehmen, dass es komisch aussieht. Weil ich glaube, dann kriegt es sogar eine Mitte. Also war das doch schon gut, dass wir es versetzt haben, sonst hätte es, glaube ich, bescheuert ausgesehen. Aber ich sag mal so, Kim hat ja völlig recht, ein Hangartor ist kein Designelement. Das kann man machen, muss man aber nicht. Oh Mann. Bloß gut, dass ich hier so viel mit Hydrogen arbeite, weil der Planet vor Hydrogen strotzt. Ja, das ist echt mega. Voll die Sparmaßnahme hier. Beziehungsweise nicht vor Hydrogen, aber vor Eis. Naja. Jetzt komm schon. Wenn ja gut, hier draußen könnte man das vielleicht sogar lassen, aber da sieht man, dass es gebohrt ist. Das sieht auch blöd aus. Nee, wenn der Mama. Wenn der Mama das schon richtig hier, ne? Das machen wir dann schon richtig. So, meine Güte. Ach, guck mal, hier habe ich noch zwei hier vergessen. So, wenn ich jetzt mal so gucke. Ja, guck mal, wie das passt. Guck mal, wie das passt. Man sieht zwar, dass es irgendwie nach innen versetzt ist, aber das ist dann scheißegal. Ich glaube, das ist dann wurscht. Das dürfte echt nicht so ins Gewicht fallen. Meine klar, ich hätte mir jetzt hier auch noch einen Blueprint bauen können. Den dann dahin projizieren, aber bevor ich das jetzt alles so gemacht hätte, nee, da setze ich das lieber gleich so. Dann setze ich das lieber gleich so. Ich gehe auch erstmal bloß auf die Höhe hier. Wunderhübsch. Schön. Boah, das war eine Verzögerung jetzt. Was ist denn hier eigentlich schon wieder kaputt? 44, geht doch eigentlich. Also ich hatte schon schlimmere Pings, davon mal abgesehen. So, und bevor ich es vergesse, der gute Muffy hat auch mal wieder einen Kommentar da gelassen. Grüße an dich, Digga. Hoffe, dir geht's gut. Seid alle gesund. Ja, theoretisch schon, aber da müsste ich den ganzen Blueprint wieder umbasteln. Weil Muffy hatte geschrieben, dass man ja quasi. Ich zeige euch das gleich mal. Ja, dann ist der Bohrer nochmal aktuell jetzt. Auch wenn dann manche wieder. Jetzt kommt er schon wieder mit dem Bohrer. Dachte mal, eine Folge nicht. Kann mir das so für die nächste Folge aufheben. Aber da vergesse ich es dann bestimmt wieder, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist. Aber um auf den Punkt zu kommen, Mafia hat geschrieben, man könnte ja theoretisch oben, also wo wo jetzt quasi nur noch der Connector und der Merge-Block dran ist, dass man da quasi den Connector wegnimmt und dann nur den Merge-Block sich verbinden lässt. Könnte man tun. Aber wie gesagt, ich müsste dann ziemlich viel umfuddeln. Quasi schon. Ist das jetzt da drüben? Genauso. Ja. Guck mal. Sieht einheitlich aus, oder? Yeah. Ich könnte natürlich auch. Was ich natürlich auch machen könnte. Dann müsste ich aber mal gucken, wie sich das hier ausgeht. Ich könnte den Pfeiler eigentlich sogar wegnehmen und hier nochmal hochziehen. Oder ich ziehe hier einfach noch einen Pfeiler hoch. Weil das würde ja quasi, das würde ja quasi, das würde ja quasi, warte mal, hier sind zwei Abstand, oder? Wenn ich jetzt, ah gut, hier, nee, hier wäre bloß einer Abstand. Und der würde dann auch verschwinden da drin, also zur Hälfte zumindest, nee, gut, das sieht auch doof aus. Ja gut, dann mache ich mir mal noch einen Kopf, wie wir das machen. Weil wie gesagt, boing,
Weil ich könnte jetzt den eigentlich quasi auch wegnehmen. Weil ist ja dann quasi eine starke Konstruktion. Da hinten muss ja eigentlich kein Pfeiler mehr sein. Das wäre auch eine Idee. Dann würde sich das vielleicht noch mehr abheben sogar. Das wäre natürlich auch schön. Das wäre natürlich auch cool. Jetzt müsste ich bloß mal gucken. Das ist jetzt der normale Slope hier. Hä? Ja. Kriege ich den hier reingedillt? Guck mal, wenn ich das so mache. Dann könnte man quasi jetzt schon mal anfangen, oder? Könnte man ja mal quasi den hier probieren. Kriege ich den irgendwie anders gesetzt noch? Nee, hä? Aber irgendwie so. Irgendwie so. Und dann müsste hier ja auch noch was hin. Und dafür wird die Ecke bestimmt nicht reichen. Wieso setzen du dich da nicht hin? Hä? Obwohl doch, guck mal. Das würde sogar reichen. Aber dann ist jetzt die Frage, wie gehst du denn hier weiter hoch? Weil ich würde das gerne schon mit verstecken. Also quasi auch noch mit einpacken. Wir sind schon wieder bei 41 Minuten, Alter, so lange wollte ich gar nicht machen. Also die Folge jetzt zumindest. Ich wollte schon lange machen, aber nicht so die Folge jetzt, weil ich eigentlich Zeitdruck habe. Da kommt dann jetzt wieder das Designtechnische. Also schon so eine Curve, also schon eine Kurve, so wie quasi die Ausbohrung ist. Was dann jetzt natürlich auffällt, dass das Tor nicht so groß ist, was jetzt aber auch scheißegal ist. Weil die Öffnung ist ja quasi groß genug für das Tor. Ist ja schon ein Riesentor. Weil normal hätten wir ja quasi, glaube ich, bloß. Jetzt muss ich es erstmal finden. Nee, das sind die Dinger. Hier, wenn ich jetzt normal nehme, hätten wir ja quasi bloß die Teile oder die Tore hier. Also das ist schon. Ist schon eine Hausnummer. Ist schon eine Hausnummer. Und hier wären es dann quasi bloß 4 in der Breite und ja, da wird's nicht, da würde man nicht durchbekommen. Würde man schon, aber man müsste kleiner bauen, nicht welche, oder ein bisschen was größer machen. Ja, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber mal kurz weiter im Text. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache, habe ich nicht noch eine andere Möglichkeit? Warte mal. Wenn ich dann halt nochmal mit dem Schrauber irgendwie drauf halten muss, ist ja auch egal. Warte mal, wir haben ja noch. Ich habe ja hier noch. Oh, warte mal, die Ecke habe ich auch noch nie benutzt. Aber das würde jetzt nicht passen, oder? Nee, die kriege ich jetzt hier nicht dran. Die kriege ich hier nicht dran. Und hier ist zu wenig Erde da. Zu viel Erde da. Aber ich hatte doch gerade noch. Genau, warte mal, wie sieht denn das bei dem hier aus? Das wäre dann auch weg. Weil da könnte ich dann quasi hier mit der Slope zumindest teilweise hier schon mal so abschließen. Ne, das wird aber auch blöd. Das wird auch nix. Aber könnte vielleicht das hier nehmen. Und ja, ich halte mich schon wieder an Detail Blödsinn auf. Das wird auch nochmal. Also für mich wird das eine Meisterleistung hier. Ohne Mist jetzt. Gut. Aber ich gucke nochmal. Mal gucken. Also der Ansatz ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht sollte ich das sogar noch ein bisschen weiter. Also vielleicht sollte ich sogar schon hier anfangen mit den Slopes. Dass ich dann nach oben mehr Luft habe. Das könnte jetzt vielleicht schon so knapp gesetzt sein. Ich nehme das jetzt erstmal nochmal weg hier. War jetzt quasi bloß testweise. Gut. Dann würde ich aber sagen, so weit, so gut. Und wir gucken in der nächsten Folge mal. Aber ich glaube, die da oben, die Reihe war auch schon zu viel. Weil wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, habe ich die hier schon zu viel gesetzt. Zumindest was jetzt hier außen angeht. Bam, bam, bam. Oder zumindest für die Ecke. Also für die Ecken. Hier hätte ich es jetzt eigentlich lassen können. Hier, da hätte ich, also bis hierhin hätte ich es lassen können.
Hätte ich jetzt bloß die Ecken wegnehmen müssen. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir für hier vorne auch noch was ein. Aber ich glaube wirklich, ich mache das so, ich nehme den Pfeiler hier komplett weg. Und lass mir dann was anderes einfallen. Weil wenn wir jetzt hier einen Übergang machen, von hier oder von hier, ah ne, es wäre ja schon eher von hier dann, dann sieht das wirklich doof aus. Dann wäre das wirklich so, was mir nicht gefällt. Gut, aber um jetzt nicht länger, noch länger rumzuschwallen und zu schweifen. Ja, Tore sitzen, jetzt geht's ans Einpacken. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Space Engineers. Danke fürs Zuschauen, tschüss.